seien Alpha mit kartesischer Gleichung 2x minus y plus z minus 1 gleich 0 und a mit Koordinate 1 minus 1, 1. Klein a bestimme die kartesische Gleichung der Ebene Beta, die a enthält und die parallel zu Alpha ist. Klein b bestimme kartesische Gleichungen der Geraden d, wenn d senkrecht zu Alpha ist und a Element von d ist. Am Anfang gibt man uns also diese Ebene Alpha mit kartesischer Gleichung 2x minus y plus z minus 1 gleich 0 und den Punkt a mit Koordinate 1 minus 1, 1. In klein a wird die kartesische Gleichung der Ebene Beta gefragt, wenn Beta den Punkt A enthält und parallel zur Ebene Alpha ist. Da die kartesische Gleichung von Alpha diese ist, wissen wir, dass der Vektor n mit Koordinate 2, minus 1, 1 automatisch normal zu Alpha ist. Und da Beta parallel zu Alpha ist, ist dieser Vektor n auch Normalvektor zu Beta. Also schreibt die kartesische Gleichung von Beta sich so. Wir schreiben 2 mal x minus 1 mal y plus 1 mal z plus eine Zahl d gleich 0. Jetzt bleibt noch der Zahlenwert von d zu bestimmen. Wir wissen, dass Beta diese kartesische Gleichung hat. Wir wissen aber auch, dass der Punkt A in der Ebene Beta liegt. Das bedeutet, dass die Koordinate von A die kartesische Gleichung von Beta erfüllen muss. Das heißt, 2 mal 1 minus minus 1 plus d muss 0 sein. Und daraus schließen wir, dass d minus 4 ist. Also können wir in der kartesischen Gleichung von Beta diese Zahl d durch minus 4 ersetzen und so erhalten wir die gefragte kartesische Gleichung von Beta. In klein b werden kartesische Gleichungen dieser Geraden d gefragt. Diese Gerade d ist senkrecht zu Alpha und sie enthält den Punkt a. Da n normal zu Alpha ist und d senkrecht zu Alpha ist, ist n automatisch Richtungsvektor dieser Geraden d. Von d haben wir also einen Richtungsvektor und einen Punkt. Dann können wir sehr schnell kartesische Gleichungen von d schreiben. Man schreibt immer x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzt man die Zahlen aus der Koordinate von einem Punkt der Geraden. Also hier 1, minus 1 und 1. Die Nenner sind gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden, also hier diese 2, minus 1 und 1. Aus der Gleichheit vom ersten und dritten Bruch finden wir x minus 2z plus 1 gleich 0. Und aus der Gleichheit vom zweiten und dritten Bruch finden wir y plus z gleich 0. Und somit haben wir zwei kartesische Gleichungen dieser Geraden d gefunden.